snow starts to fall, then you know it's Christmas for the children above all. Then you know it's Christmas, 'cause Santa's on his way. We'll stand under the mistletoe, and then it's Christmas Day. Hallo, der Matthias ist hier und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist bei meinem neuen Video. Und wie du sehen kannst, sieht jetzt alles ziemlich verändert hier aus. Es hat ordentlich geschneit gestern. Das war schon so ein richtiger kleiner Schneesturm und es ist eine Menge dabei liegen geblieben. Also alles in weiß. Winter Wonderland hier an der Nordseeküste in Cuxhaven haben wir nicht so häufig, hatte ich ja schon mal erzählt. Ja, und dann habe ich mich jetzt hier auf den Weg begeben und werde mit fast allen Kameras, die mir so zur Verfügung stehen, ein paar nette Aufnahmen für euch machen. Dazu gehen wir hier den Weg lang zum Deich und zurzeit filme ich das gerade mit der X2 und der Hero 9. Der Ton, der wird von der Hero 9 abgenommen. Mit meinem Wireless-Modul, dem Rode. Ja, und dann wollen wir mal schauen, was das so gibt heute. Ich freue mich, dass du dabei bist. Wenn es dir gefällt, gib mir einen Daumen nach oben und lass einen kleinen Kommentar da. Weißt ja, wie das läuft. Okay, und dann bewegen wir uns hier mal ein bisschen weiter. Ich habe jetzt auch erstmalig meinen verlängerten, unsichtbaren Selfie-Stick hier im Einsatz. Das kann ich euch gleich mal demonstrieren, indem ich das ausfahre. Da komme ich also auf fast die doppelte Länge wie mit dem normalen Stick. Machen wir das mal. So, das ist erstmal so die Länge oder Höhe, die ich mit einem Stick erreiche. Und jetzt habe ich ja den zweiten noch mit darunter geschraubt. Kann ich euch das hier mal zeigen. Und wenn ich den auch ausziehe, dann wird das richtig, richtig schön hoch. Dann kommt das schon einer Drohnenaufnahme sehr nahe. So, höher geht's nicht. Den Arm jetzt noch schön ausrichte. Dann gehen wir jetzt hier mal in dieser erhöhten Position entlang. Hier durch die weiße Pracht. And is it your breath that I feel, causing a chill to my neck? Do you cause me to kneel, feeling I'm just a speck? Oh, the heavy north winds will blow. As you Weiterhin mit dabei habe ich heute die Pocket 2.
mit dem neuen Steadicam Mount von Scotty Make Stuff. Das werde ich erstmalig jetzt ausprobieren. Das Unboxing-Video dazu, das müsste ich ja schon hochgeladen haben. Das solltet ihr schon gesehen haben. Und das ist dann also jetzt heute der erste richtige Praxiseinsatz dafür. Dann bin ich sehr gespannt, wie das wird. Und zusätzlich habe ich mir noch eine Drohne mitgenommen. Und zwar die Mavic Air 2. Ich hatte erst überlegt, welche ich nehme. Die Mavic 2 Pro wegen der tollen Bildqualität mit dem Hasselblad-Objektiv oder halt die Mavic Air 2. Und dann habe ich mich für den Kompromiss entschieden, für die Mavic Air 2, da das Bild auch sehr gut ist und das Gewicht nicht so extrem ist und die Sperrigkeit wie von der Mavic 2 Pro. Wenn ich die jetzt mitgenommen hätte, dann wäre mein Rucksack alleine davon schon voll, von der Drohne und der Fernsteuerung und dem großen Crystal Sky Monitor. Und so habe ich mich dann dazu entschlossen, auch für die kleinere, für die Mavic Air 2. Die Mini wollte ich nicht unbedingt mitnehmen, weil das Gute mit der Mavic Air 2 ist halt auch noch, dass ich ja das Active Track benutzen kann, wieder am Deich. Das hatte ich ja schon mal genommen bei dem Video, das ich damals gemacht habe mit der Pocket 1 noch. Die hat ja jetzt unsere liebe Janette, filmt damit fleißig. Bei der Gelegenheit viele Grüße, Janette. Ich hoffe, es geht dir gut, du hast Spaß, machst schöne Videos für uns. Geht's hier mal weiter. Kommen wir gleich beim Kindergarten vorbei. Ich fahre euch noch mal ein bisschen aus. Machen wir das mal so. Das ist auch schon eine richtig schöne Höhe. Bin ich auch schon sehr gespannt auf die Aufnahmen. Ja, alles in allem bin ich richtig ein bisschen verliebt in die Aufnahmen von der X2, da sie mir halt so viele Möglichkeiten in der Nachbearbeitung bietet. Das ist schon toll. Ja, überall Schnee, die Wege sind geräumt, Fußgängerwege. Da ist unsere Stadtverwaltung immer schnell dabei, der Räumdienst. Wie gesagt, wir haben ja nicht allzu oft Schnee hier an der Küste. Da ist dann tatsächlich auch jemand mit Skiern unterwegs, Langlaufskiern. Dann kann man das denn schon mal nutzen hier. Das ist schon eine super Sache. Bin mal gespannt, wie diese erhöhte Sicht ist. Was man natürlich auch machen kann, dass man das Ganze weiter von sich weghält und dadurch dann diesen Eindruck bekommt, als wäre das mit einer Drohne gefilmt, die vor einem herfliegt, so wie die Mavic Air 2 mit dem Active Track. Da kann man das ja mitmachen. Und es ist natürlich nicht überall immer so gut, wenn man dann die Mavic benutzt oder die Mini. Gut, mit der Mini 2 ist es nicht ganz so tragisch, da das Gesamtgewicht ja nur 249 Gramm beträgt und dadurch fällt sie in den meisten Ländern nicht unter die gesetzlichen Einschränkungen für unbemannte Luftfahrzeuge. Okay. Kamera mal wieder normal nach oben aus.
hier an dem Baum vorbei, dem großen Busch. Ich bin sehr gespannt, wie das dann wirkt. Ja, Bullet Time werde ich heute vielleicht auch die eine oder andere machen. Aber mein Hauptaugenmerk liegt ja nicht auf der X2 diesmal, sondern auf der Pocket 2, die ich halt mit dem neuen Gimbal testen möchte. Jo. Das ist richtig schön friedlich hier alles. Kommt natürlich dazu, dass das Wochenende ist. So sind ein paar mehr Leute unterwegs. Aber das geht schon. Jo. Schöner blauer Himmel, keine Wolken zu sehen. Sonne scheint. Die perfekte Gelegenheit, um hier vernette Aufnahmen zu machen. Mal in der Mitte weitergehen. Kommt gleich ein Auto. Jo. Tankstelle. Ziehe ich die beiden Sticks noch mal komplett aus. So, die volle Höhe wieder erreicht. Und dann mal hier an der Tankstelle lang. Über die Straße. Es fängt leider schon wieder an zu tauen, was ja auch kein Wunder ist, wenn die Sonne so scheint. Aber vielleicht bleibt auch noch für die nächsten Tage ein bisschen was von der weißen Pracht liegen. Das wäre natürlich toll. Dann könnte ich auch noch mal rausfahren und an anderen Locations nette Aufnahmen für euch machen. Every day is a rabbit trap and a walk of the lamb. Do you think you can sue me for that? As a judge of the land I'll go. Where this life doesn't go well with me. I'm not a member of the band. Do you think you can like me despite that sitting on God's right hand? I'm alone. Take me home. Hat eigentlich keiner auf. Mund- Nasenschutz. Fantastisches Wetter. So, jetzt sind wir hier oben auf dem Deich.
Wasser haben wir auch. Das Blut. Sehr schön. Gut. 360 Grad Kamera. Damit hat man dann das gesamte Umfeld. Und wenn man die entsprechende Brille dazu aufsetzt, dann kann man sich umgucken, als wäre man selber hier. Ne? Ja. Ja, ist selten, ne? Ja. Und die Leute sind natürlich auch immer sehr interessiert an der X2. Ist nicht so leicht zuzuordnen als Kamera. Ja. Ich müsste mir da auch noch irgendwie so ein Schild anbringen an den Selfie-Stick. Dann würde das so aussehen, als ob ich Protest laufen würde. Das ergebe dann etwas mehr Sinn, als wenn ich so den Stick in die Höhe halte. So, jetzt sind wir hier. Da ist das Meer. Das Meer. Mein Kraftort. Herrliches Wetter. Ordentlich Wasser. So, da vorne können wir dann runtergehen. Ein Schiff fährt auch gerade vorbei. Das passt sich ja gut. So, und dann werden wir jetzt ein wenig mal die Angelrute auswerfen. Erstmal auf die normale Länge des Selfie-Sticks. Das wäre dann so. Kann ich mich mal drehen dabei? Ein Stückchen weiter, denn da vorne kann ich vielleicht noch ein bisschen weiter in Richtung des Wassers. Jo, ist natürlich alles ziemlich nass hier. Aufpassen, dass ich keine nassen Füße kriege. So, den zweiten auch noch ausgezogen. Und dann können wir jetzt mal angeln. Wir mal mit unserer Angelrute ein bisschen hier am Wasser entlang. Schon sehr gespannt, wie das dann ausschaut. Und wie gut die Wackelei ausgeglichen wird, die natürlich unvermeidlich auftritt durch meine Bewegung jetzt hier. Aber das können wir dann ja auch gleich nochmal mit der Pocket 2 experimentieren und dem neuen Gimbal.
Okay. Fliegen wir noch ein bisschen in der Höhe mit der X2. Richtig schön was los hier. Super. Mal die Enten gleich angeln. Ein bisschen so weitergehen. So, bevor wir da gleich in die große Pfütze laufen, holen wir die X2 mal wieder ein. Hier hochgehen. The longer I've waited, the more that I've tried. All the years that I've wasted, trying to find it. All that I go through. My peace of mind, let it all go out the window. No smoke in my eyes. I can hear the wind chime. It's always been you in the back of my mind. Oh!